Ich würde gerne wenigstens die 30 Minuten, die ich mir vorgesagt habe, einhalten, bevor ich dann zu Safety wechsle. 30 Minuten nur diese eine Stage ist schon heftig. Wie weit bin ich denn jetzt? Zwei Leben noch. Drei Leben noch. Naja, das... Eigentlich reicht's ja noch. Hep, hep, hep. Schön. Ich weiß nicht, warum mir diese Bubbleman-Stage so unglaublich schwierig fällt. Aber ich bin anscheinend nicht der Einzige, der mit dieser Stage Probleme hat. Ganz ehrlich, diese Viecher regen mich auf. Dieser Screen regt mich auf. Weil ich keine Ahnung habe, wie der schaffbar sein soll. So. Also, noch einmal hier hin. Okay. Ich finde sogar, das hier ist nicht mal so schwierig. Ich stelle mich bloß an wie so ein Anfänger. Das hier müsste eigentlich gehen. Ja. Das geht auch. Das geht auch. Hier könnte man eigentlich Energie farmen, aber naja, macht was man nicht. So, und ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt bei dem letzten Mal hier so verkackt habe. Ja, die helfen mir sogar, die Gegner. So. Wow, das war knapp. Oh mein Gott. Scheiße. Diese Frösche machen mich gerade wahnsinnig. Oh mein Gott, schnell weg hier. Was? Oh. Okay. Kannst du in den Abgrund gehen? Bitte? Nein, du schaffst, du gehst nicht in den Abgrund. Okay. Was kommt jetzt? Noch mehr von euch. Oh mein Gott. Der geht aber in den Abgrund. Wunderbar. Scheiße, Mann. Level Design. Oh, Boss-Tür. Oh mein Gott, wie komme ich da ran? So komme ich ran. Ja! Ich bin im Bossraum. Oh wow. Mit drei Leben. Okay, dann können wir uns jetzt mal in dem wahrscheinlich leichtesten Boss des Spiels, Buster Only, messen. Ja, stimmt ja, der ging ja... Der hatte ja irgendwie sowas. Also der verfolgt einen. Das ist der Witz an dem Boss. Okay. Wie mache ich denn am dümmsten? Scheiße. Wow, aber ich habe ihn ziemlich gut drunter gekriegt. Boah, ich habe hier voll die Luft angehalten hier, das ist ja schrecklich. Ich kann nicht, ich muss mich total konzentrieren bei dem Boss, sorry. Da, 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 da.
Scheiße. Die Bubble machen zu viel Schaden. Von den Bubblen möchte ich mich auf keinen Fall treffen lassen. Aber er geht. Okay. Ja. Okay. Ja. Noch 4 Treffer. Yes! Ich habe ihn besiegt. Yay! Yay! Einen Boss besiegt. Wuhu! Juhu! Alter Schwede. Oh, sehr schön. Crashman als nächstes. Denn Bubbleman ist gut gegen ihn. Das weiß ich auch schon. Ich weiß auch schon, welchen Boss ich danach machen muss. Also so viel kann ich euch schon verraten. Ach ja, stimmt, ich muss ja da stehen. Habe ich schon wieder vergessen, ist schon zu lange her gewesen. Oh, hehe, okay. Ich weiß wieder, was in der Stage angesagt war. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Ich habe nämlich die, wie gesagt, schon seit einer... Seit über einer Woche habe ich dieses Spiel nicht mehr angerührt. Wobei ich diese Stage noch einer der coolsten fand, wie ich mich erinnere. Oh Mann. Okay. Okay. Wow. Ich hasse diese Stage aber. Ich hasse allgemein diese Sniper-Shows, die hasse ich total. So. Kotzen. Ganz ruhig bleiben. Letztes Leben. Kann ich mich irgendwo umbringen? Natürlich nicht. Dann, wenn man es will, dann kann man es nicht. Da, 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 da. So. Ach ja. Bis jetzt habe ich noch keine Veranlassung, es ohne Stealth jetzt zu machen. Wir haben Bubbleman recht souverän besiegt. Und ich weiß, dass ich diese Stage hier auch schon ohne Stealth jetzt geschafft habe, bloß noch nicht den Boss. Und wenn ich den Boss mit Waffe ohne Stealth jetzt ohne Probleme schaffe, dann... Ja, dann könnte es vielleicht doch ein ohne Stealth jetzt Spiel werden. Eieiei. Was nehme ich mir hier bloß vor? Was rede ich mir hier bloß eigentlich für Dinge ein? Ich glaube, ich tue meiner Seele kein gutes, nichts Gutes, wenn ich hier die ganze Zeit so weitermache und alles ohne Saves jetzt machen möchte. So. Den ersten Sprung kann ich einfach, den ersten Tropfen kann ich einfach ignorieren, den zweiten auch. Gut, das war wieder Fail.
Wenigstens habe ich das jetzt gerade einigermaßen gut hingekriegt. Einigermaßen gut. Ich wollte eigentlich einfach nur da hochspringen, ne? Hätte ich es sofort geschafft. Übrigens weiß ich auch schon, dank dem Video, das ich mir an den drei Videos, die ich mir angeschaut habe, dass es in diesem Spiel zwar die Items schon gibt. Also ich weiß zwar nicht, wie die. Doch, ich weiß, wie eins der Items funktioniert. Aber ich weiß nicht, bei welchen Bossen ich die Items kriege. Was kommt denn hier? Ach, das. Das war der Screen. Ich mag die Musik, sorry, tut mir leid, wenn ich so mitsumme. Es ist so eine dimme Angewohnheit von mir und ich weiß, dass ich wahrscheinlich total scheiße summe. Okay, nochmal runter. Ich habe ja auch schon Ansagen gekriegt, ja, dieser Hack würde gar nicht so schwer aussehen. Der Hack wäre gar nicht so wie eine Constancy und ich mache mir hier viel zu viel Gedanken oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau, was alles gesagt wurde. Er soll übrigens auch tatsächlich leichter sein als, also von Final hat ja im ersten Moment gemeint, zum Beispiel, er hat mir glaube ich unter Video geschrieben, dass dieser Hack gar nicht so schlimm aussehen soll wie Indonesien Artifact. Aber im Gegensatz zu Indonesien Artifact habe ich hier bisher keinen Fortschritt. Naja gut, doch, ich habe einen Boss-Fortschritt nach 2 Stunden und 20 Minuten habe ich einen Boss-Fortschritt erhalten. Aber bei Indonesien Artifact war es halt so, da habe ich Instant-Fortschritt erhalten. Also nicht instant, aber nach einer Stunde, sage ich mal. Das habe ich auch Feine schon geschrieben, also insofern ist es schon fast kein Spoiler mehr, wenn ich das sage. Ja, und hier ist einfach dieser Fortschritt nicht gegeben. Hier heißt es dann einfach, wisst ihr was, ich warte hier einfach eine Runde. Das ist mir sicherer. So. Hier heißt es dann einfach, dass ich verkacke. Und zwar an allen möglichen Enden. Und ganz ehrlich, der Raum geht mir auf die Nerven. Warum konnte er das nicht so hinsetzen, dass es erst so ein bisschen von links kommt, dann hätte ich nämlich viel leichter, also hätte ich weniger warten müssen, bis ich mir auf die Plattform drauf springen kann. Und ich traue mich nicht bei so kurzer Zeit, wo es möglich wäre, direkt auf die Plattform zu springen. Och nein. Immer noch genug Leben. Dank sei dem Deus Ex Machina Effekt. Ich bin mir eigentlich sicher, ich könnte es schaffen, aber ich würde es irgendwie trotzdem nicht versuchen. Nervig. Ach ja. Der Hack macht aber auch gewissermaßen. Er hat ein spaßiges Element, das muss man ja schon dazu sagen. Nee, ich traue mir das definitiv nicht. Ich kann es nicht bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es überhaupt möglich ist, irgendwie. Bestimmt irgendwelche Speedrunner haben es schon gemacht. So, hier möchte ich direkt drüber. So, wunderbar. Und da wäre schon der Boss gewesen, natürlich. So. Bubbleman. Warum auch immer Hana da steht.
Stimmt ja. Bubble Man ist ja so eine... Okay. Ich glaube, das wird schwierig. Selbst mit Bubble Man. Aber ich hätte ihn besiegen können. Hätte ich jetzt noch volle Bubble Lead, würde ich es schaffen. Scheiße. Jetzt habe ich es, glaube ich, schon verkackt. Ach, ich kann die auch wieder einsammeln. Aha. Okay, aber ich kann ihn besiegen. Aber jetzt nicht mehr. Naja. Das geht auch noch ohne Safe States mit Waffen. Trotzdem kann ich mir schon die Great 8 Stage nicht ohne Safe States vorstellen. Wenn ich mit jedem einzelnen Boss schon so eine Probleme habe. Nee. Auf keinen Fall. Buster Uni auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wie dieser Boss überhaupt No-Hit möglich sein soll. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es eine Möglichkeit gibt.